Hallo zusammen, hier ist Sandra von Metal Clay und ich möchte euch heute gerne den Deko Snake Roller vorstellen. In diesem Set hat es zwei Randstücke und 6 Blättchen mit 3 verschiedenen Rillenformen. Da gibt es so leicht unterschiedliche Texturen. Meine bevorzugte Silver Clay Masse ist das PMC Flex, weil das trocknet nicht so schnell aus und es ist sehr dehnbar und man kann lange Würmli machen damit. Man kann natürlich auch mit dem PMC 3 arbeiten, da muss man allerdings ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger vorwärts arbeiten. Wenn ihr gerade kein PMC Flex habt, könnt ihr auch das PMC 3 nehmen. Da müsst ihr allerdings vorher das Blättchen ein bisschen einfetten. Da nehme ich den Handpalm und hier mit einem harten Pinsel einfach ein bisschen drüber fahren. Dass es nicht kleben bleibt. Noch ein Tipp, wenn man ins PMC Flex ein paar Tröpfchen vom PMC Aqua mischen, dann wird die Masse noch viel flexibler und man kann sie noch viel länger und besser bearbeiten. Ich nehme hier 2 Blättchen und ein Randstück. Da müsst ihr einfach schauen, dass ihr die gleichen habt. Ich habe jetzt gecurved. Dann presse ich die Noppen hier in die Löcher rein. Und nehme dann ein Stück Flex und tue es mit der glatten Seite tue ich das Würmchen rollen. Dann lege ich es hier drauf und dann nehme ich das Gegenstock. Und dann kommt es darauf an, wie ich das hebe, ob ich es so hebe oder es so hebe. So gibt es unterschiedliche Texturen. Und wichtig ist, dass man, wenn man es hier, dass man hier ganz am Rand ist. Und so kriegt man schöne Rillen. Wenn man ein bisschen mehr Druck gibt, werden sie noch ein bisschen tiefer. Ich zeige es euch jetzt noch an einem anderen Stock. Und zwar nehme ich hier das Mal. Schauen, dass es schön gerade drauf ist. Und da ist es jetzt ein bisschen enger. Also wenn ihr jetzt, ups, wenn ihr jetzt vergleichen. Das ist jetzt wieder das Curved. Und da tue ich es jetzt quer. Und hier seht ihr, hier gibt es eine ganz andere Struktur. Hier nehme ich jetzt Large und das tue ich jetzt hier in die Ecke arretieren. Und dann nehme ich hier ein Würmchen. Und dann kommt es hier darauf an, wie man das genau hebt. Also wenn ich es jetzt so hebe, gibt es diese Struktur. Und wenn ich es jetzt drehe, gibt es diese Struktur. Da sieht man einige von den Mustern, die man machen kann. Ich habe jetzt hier schon ein Würmchen ausgerollt. Und zwar asymmetrisch, also auf einer Seite schmäler. Dann nehme ich Deko Snake Roller Small. Und zwar gegen auf.
Dann tue ich noch so auf eine Teflonunterlage. Nehme ein bisschen Wasser. So kann ich ein schönes Schnäckchen formen. Bei diesem Ring hier habe ich verschiedene Strukturen genommen. Was wir auch machen, sind so Fassungen für Steine. Was auch immer schön ist, sind so Schnäckchen. Da kann man hinten dann so einen Aufhänger dran machen aus Modelliermasse. Oder man kann so eine Steckhose rein tun. Oder hier habe ich aus zwei Würmchen so einen Anhänger gemacht. Und dann hier auch einen Aufhänger dran. Hier jetzt einen Ohrhänger. Und hier könnt ihr sehen, was ich so etwas für Schmuckstück gemacht habe damit. Schön ist natürlich, wenn man es schwärzen tut, dann können wir die Texturen richtig gut führen.